の方からゲストスピーチをしていただきます。ケルンのベトナム人グループ、ダオさんにスピーチをお願いします。Grüß Gott, eine ganz gute von Herrn Dr. Dao vom dem Verein der vietnamesischen Flüchtlinge. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, im Namen des Vereins der vietnamesischen Flüchtlinge in Köln begrüße ich euch recht herzlich und danke dafür, Teilnahme an einer Sache, die uns sehr herzlich zum Ausdruck bringen. An erster müssen wir unsere volle Solidarität mit euch und mit den Bürgern in Japan im Kampf um eine kernkraftfreie Umwelt zum Ausdruck eine AKW-freies Japan bedeutet für uns auf eine kernkraftfreies Vietnam. Liebe Freunde, bei dieser Gelegenheit erlauben Sie mir unsere Sorge bezüglich der Kernenergieangelegenheit in Vietnam zu erörtern, da diese in weiten Sinn auch mit der Kernpolitik Japans zusammenhängen. Laut Berichte von Herrn Biang am 24.09.2013 sollen 14 Atomkraftwerke in Vietnam flächendeckend gebaut werden. Diese Entscheidung habe das Politbüro der Kommunistischen Partei Vietnam getroffen. Jetzt gehe ich andere Szene. Am 26.09.2007 ist die Kantorbrücke Mitte der Bauzeit eingestürzt. Weil ungenügender Baustoff wie Zement, Beton, Eisen und so weiter verwendet worden war, folgen 43 tot und 130 schwer verletzt. Das sind die nur die Bauarbeiter. Und solche Fälle sind schon öfter in Vietnam passiert. Das Brückenbauprojekt wurde in Japan mit japanischen Steuergeldern im Rahmen der Entwicklungshilfe der japanischen Regierung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar finanziert. Warum fehlen diese nötigen Bauelemente? Baumaterial. Die schlichte Antwort sind die üblichen Korruption von den hohen bis zu den kleinen Funktionären in Vietnam. Meine Damen und Herren, ich erwähne den Umfang des Brückenbaus in Cần Thơ mit einem Appell an die deutsche Öffentlichkeit, an die zuständigen Politiker und vor allem an die russischen und die japanischen Unternehmen von der Kernkraftwerkanlagenbauers. Und zwar, Vietnam ist kein industrielles Land. Der Wissensstand über Technik der Kernspaltung und dessen Folgen von den vietnamesischen Behörden und von den vietnamesischen Kernkraftbetreibern ist unzureichend. Zweitens, wegen der breit verbreiteten Korruption in Vietnam können die Sicherheiten der Kernkraftanlage schon von vorne an nicht gewährleistet werden. Denken Sie eben an den Fall, den ich eben erzählt habe. Korruptionshandlung entstellt oder bindet den Charakter eines Menschen. Und der Charakter wird ein Schicksal sein. Aber hier in diesem Fall, wenn es so weiter ist, fordert er das Schicksal eines Volkes. Ich überhole, er fordert Schicksal eines Volkes. Eine
atomare Katastrophe hat eine andere Dimension und eine sehr erdenkliche Umfang. Die Folgen von Fukushima sind doch Fakten. Es ist keine Erzählung, sondern Fakten. So beende ich auch meine Rede mit einer dringlichen Bitte, dem vietnamesischen Volk beizustehen, das schon so viele ertragen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und beende mit Atomkraft in Japan. Nein, danke.